Hallihallo, ihr lieben Leute von heute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Soul Reaver 1. Im letzten Part haben wir uns die Telekinese-Fähigkeit geholt von einem Vorpostenwächter sozusagen. So sieht sie aus. Was? Was? Was versagst du denn jetzt gerade hier? Hey, 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 hey. Du Blödmann. Aber hier ist ein Stäbchen zum Glück. Blödmann. Echt, ey. Ein kleines Dingelchen hier und sofort machst du hier Tamtam. Ich weiß jetzt nur gerade nicht mehr, wo es zuerst lang ging. Wir sind ja von dieser Tür gekommen. Müssen wir hier lang zuerst? Hier müssen wir aber auf jeden Fall wechseln. Kann auch sein, dass das jetzt der Hauptweg war. Ich bin mir total unsicher. Ach Mann, Sack. So. Blöd, Mann. Boah, ist aber eine dicke Kugel, die er da noch gedroppt hat. Wo komme ich denn hier jetzt lang? Ist das jetzt hier der Hauptweg oder nicht, frage ich mich. Verdammte Scheiße. Aber ich glaube nicht, da oben ist nur irgendwas, ein Glyph-Auffüller oder so. Ja, Tatsache. Nichts besonders Wichtiges ansonsten. Okay. Hat sich ja dann mega gelohnt, hier hinzugehen, nicht? Aber egal. Ist ja ein ganz hübscher Raum, den sie da designt haben. Haben wir den wenigstens mal gesehen? Was willst du denn jetzt hier? Wieso ist er wieder da? Als ob er gerade gestorben wäre durch den Weltenwechsel. So, au, au. Voll der qualvolle Schrei. Oh nein! Miep! Oh, hab ich mich erschreckt? Leute, 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 Leute! Ich will hier mal eben... hab ich hier keine andere Waffe? Ach nee, hab ich nicht. Scheiße, ich kann ja aber so nicht... Oh, war ja mega jetzt, geil natürlich hier. Ich brauche eine Waffe. Ich brauche eine richtige Waffe. Weil sonst habe ich hier echt schlechte Karten. Danke. Weil ein Stäbchen lag ja hier rum. Deswegen kann ich doch so garantiert das durch die Gitterstäbe dann werfen und dann ist alles super. Weil diese zwei hier so zu bekämpfen, ist echt scheiße. Man kann hier natürlich einen Teleporter Kampf auch machen, aber auch scheiße. Komm schon. Oh Mann! Warum wirfst du auch da hinten in die Wand? Raziel, durch diese Gitterstäbe hindurch, würdest du das bitte tun? Das geht doch, Mann. Verarsch mich doch nicht so. Oder kann es auch schon helfen, wenn er hier nur drin steckt? Ich glaube nicht. Fuck. Wie viel habe ich denn noch? 6. Dafür ist wahrscheinlich auch dieser Raum dann gedacht, um das wirklich aufzufüllen. Also ich muss anscheinend wirklich sofort diesen Glyph benutzen. Und dann kann ich die beide ganz schnell halt killen damit quasi. Aber das ist natürlich mega scheiße.
Das ist gut, dass ich jetzt hier schnell genug war. Oh, ein Glück, ich war schnell genug. Muss ich die gar nicht töten, damit hier was ganz Tolles passiert? Achso, doch, ich muss diesen Block hier irgendwie, glaube ich, verschieben. Ja. Okay, war schon jetzt an der Wand. Stimmt, sonst hätten die mich hier einfach nur extrem gestört. Dafür war das da. Nett, dass ich hier kleine Auffüller bekomme. Das ist wirklich sehr freundlich. Ausnahmsweise brauche ich sie auch mal. Oh, Alter! Ihr hättet ja gar nicht sterben müssen, aber ihr musstet mich ja angreifen. Deswegen selber schuld. Oh. Ein wirklich sehr schönes Bild, muss ich sagen. Ich frage mich, ob es diese Vampirpriesterin gibt, die es ursprünglich noch im Spiel geben sollte. Von der sollte man auch irgendeine Fähigkeit bekommen. Was habt ihr denn? Oh, ich glaube, wir sind hier jetzt in einem neuen Clangebiet. Ist das das von... Ist das jetzt das schon von Rahab? Fragezeichen. Ich glaube, ja. Ich glaube, wir haben soeben ein neues Clan-Bereich, Gebiet, nicht Bereich. Ein neues Bereich haben wir betreten. Warum ist hier ein Gitter? Wohin führt dieses Gitter? Ich glaube, das ist eher dafür da, falls wir dann irgendwie hinterher sozusagen sterben oder so. Also ich meine, wenn wir da im Wasser sind, dass wir hier zurück können? Wahrscheinlich. Ach ja, das Schiff. Auch sehr geheimnisvoll, dass hier so ein Schiff einfach ist. Ich glaube, im Wasser gab es auch gar nichts Interessantes. Außer ein bisschen Glyphen-Energieauffüller. Deswegen werde ich jetzt hier wahrscheinlich nicht runtergehen. Ich habe das halt in meinem alten Let's Play gemacht, um mich hier gründlich umzusehen. Aber ich glaube, das ist echt nicht nötig. Bin ich dann hier unten halt rumgelaufen. Was ganz interessant so an sich zwar war, aber an sich halt überhaupt nicht wichtig. Das ist ja mein gruseliges Gesicht. Eine Art Harpune. Da ist ein Wasserfall. Schon sehr stylisch gemacht, auf jeden Fall. Wechseln wir doch mal. Genau. Schon sind wir hier viel höher und können daher jetzt praktisch darauf gelangen. Hoffentlich. Ja, hat geklappt. Und wir sind jetzt definitiv in Rahabs Clangebiet angelangt. Auch eine sehr interessante Vampirart, finde ich. Außergewöhnlich und sehr gefährlich. Okay, da geht's da lang und da geht's da lang. Ja, dann gehe ich natürlich erstmal zum Teleporter. Wird das ja eher für so ein S halten oder eine Mischung aus S und T und wird da eher auf Tourelle oder sowas schließen, aber naja, soll vielleicht auch eher so eine Art Aal darstellen oder eine Wasserschlange, weil das würde ja dann eigentlich noch am meisten Sinn ergeben, warum dieses Symbol so halt ist.
Obwohl, okay, bei Raziel hat man auch nichts Richtiges erkannt. Höchstens ein Fragezeichen hätte man aus seinem Clan-Symbol sehen können. Einst Zuflucht vor der vampirischen Gefahr, ist diese Abtei in den Fluten versunken. Dein Bruder Rahab und seine Brut, die selbst die schwachen Strahlen der Sonne Nosgoths fürchten müssen, haben ihre Verwundbarkeit durch Wasser überwunden und sind nach unten ausgewichen. Nun suchen sie die Ruine heim und gleiten durch die Dunkelheit dieser Tiefen. Was ja auch eigentlich seltsam ist, weil normalerweise verbrennt Wasser ja die Haut eines Vampirs wie Säure. Aber die können das hier echt ab. Wie er schon sagte, sind nach unten ausgewichen. Also Vampire können schon, je nachdem, sich auch halt weiterentwickeln in so einer Hinsicht und dann halt sich komplett verändern, könnte man sagen. Wir müssen natürlich versuchen, nicht ins Wasser zu fallen erstmal, und die werden alles versuchen, um uns zu sich in die Tiefe zu ziehen halt. Die springen auch aus dem Wasser manchmal raus wie Delfine. Deswegen, da müssen wir jetzt hier echt sehr vorsichtig sein. Gerade da vorne, was dann so niedrig ist. Wenn ich jetzt ganz genau mich hier umsehe, dann sieht man die manchmal auch hier tatsächlich so rumschwimmen. Okay, hier jetzt nicht gerade. Ist hier einer zu sehen? Okay, ungewöhnlich. Die verstecken sich gerade sehr gut. Ah, da vorne ist auf jeden Fall hier einer im Wasser. Auch seltsame, ekelhafte Viecher. Wow, 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 wow. Hat er sich da jetzt schlafen gelegt oder was soll das da jetzt? Und er ist ohnmächtig geworden, weil ich seinen Bruder gekillt habe. Das hat ihn so mitgenommen, dass er sich erstmal hinlegen musste. Das hat man jetzt gerade, glaube ich, nicht ganz so gut gehört, aber ich habe es über Kopfhörer halt hören können, dass die auch so ein komisches, gurgelndes Geräusch abgeben, wenn sie sterben. So richtig so halt, ja, Wasserkreaturenmäßig, sag ich mal. Ich glaube, ich nehme mal eine kleine Fackel hier mit. Ach ja, diesen Raum kenne ich auch noch. Beziehungsweise ich erinnere mich an ihn, aber wirklich kennen ist eigentlich zu viel gesagt. Aber auch eine sehr interessante Clan-Gebietsmusik auf jeden Fall. Ich weiß gerade nicht mehr so genau, wo ich lang muss. Ist das hier der richtige Weg? Nee, das führt ins Wasser. Oder mussten wir hier sogar ins Wasser? Ach, ich weiß es doch nicht mehr, Leute. Aber ich glaube, allgemein müssen wir erstmal nicht ins Wasser. Beziehungsweise noch nicht. Oder? Ich kann nicht tiefer zielen gerade. Aber so ziele ich ja durch den Boden hindurch quasi. Das bringt mir nichts. Warte mal. Dafür vielleicht da hinten in die Ecke.
Weil das ist ja sehr offensichtlich, dass ich da mit Telekinese arbeiten muss. Ach komm schon. Ich kann den Block hier nicht verschieben. Das ist ja sehr blöd. Wow. Nett, dass der andere gerade wartet, bis ich fertig bin. What was that? Hey. Die Viecher ziehen echt viel ab. Wie gut, dass ich schon einmal meine Energie eigentlich dann erhöht habe, auch wenn davon gerade nicht so viel zu sehen ist. Das Doofe ist ja auch, es hilft halt nichts, sie natürlich dann ins Wasser zu werfen, weil, ne, logisch. Denen macht das ja nichts aus, die leben da ja freiwillig drin. Das hier war dann, glaube ich, der Raum, den ich vorhin meinte. Hier müssen wir oft hin und her wechseln. Deswegen lasse ich die Stange mal hier. Okay. Wollen wir doch mal schauen, was wir hier machen können. Hier gab es auf jeden Fall was wir auch mit Telekinese zerstören müssen unter Wasser. Aber ich weiß nicht, ob das schon in diesem Raum war oder erst in einem anderen Raum dann gleich kommt. Nein! Ach, scheiße. Ja, da hätte ich ein bisschen länger gleiten müssen. Verdammt. Naja, egal. Immer diese Genauigkeit. Ich gebe euch gleich Kiki. Wie geht's hier überhaupt wieder raus? Fragezeichen. Och, Mensch, Raziel. Kannst du das schaffen? Ich weiß es gerade nicht. Nein, kannst du nicht. So, du nervst nämlich hier gerade. Du sorgst dafür, dass ich nervös werde und ich mag es nun mal nicht, nervös gemacht zu werden. Ich habe gerade das Gefühl, ich bin hier echt so ein bisschen verloren gerade und festgebackt geradezu. Weil ich finde hier gerade nicht den Ausgang. Ah, hier in der Ecke, glaube ich. Ja, Gott sei Dank. Okay. Dann ist ja alles gut. So. Okay, hat auch geklappt. Noch. Kann ich das jetzt schaffen? Ich glaube schon. Das könnte aber zu weit sein. Aber das hat sich ja eigentlich nicht groß verändert, ne? Wenn ich da in der... Oh, nö. Scheiße. Der könnte mich jetzt hier echt nerven und behindern. Ah.
Yay, ich habe diesen Horrorraum erstmal überstanden. Ein Glück. Oh, du Sack. Bin ich mal ganz geheilt, Arschloch. Hätte ich mir doch das Stäbchen mitnehmen können, quasi. Nö, scheiße. Na. Meine arme Fackel, sie wurde mir genommen. Hier kann ich dich natürlich nicht zerstören. Genau. Aber das war der Raum, den ich eben schon gemeint habe. Oh. Wo komme ich denn hier lang? Das will ich immer eben überprüfen. Och Mann, ihr seid aber auch scheiße nervig. Ah. Aber da sollte ich nicht runterfallen nach Möglichkeit. Hinterher komme ich nicht wieder hoch oder so. Ich meine, wahrscheinlich schon, aber ich will es gerade nicht riskieren. Okay, dann müssen wir jetzt erstmal wieder nach oben kommen irgendwie und wechseln. Ha, perfekt, hat geklappt. Und jetzt, Ah, verstehe. Bin ich zu weit weg, um das überhaupt zu sehen. Na toll. Das heißt, ich muss... Oh, hier kann ich ja klettern. Das habe ich gerade erstmal gar nicht gesehen. Ach du Scheiße, ich erinnere mich an hieran. Oh yeah. Nein, 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 nein. Ach nicht du. Oh. Das wird hier noch eine Nervenprobe, Leute. Hallo, Raziel. Würdest du bitte danke? Aber es könnte auch sein, dass ich erstmal noch hier, dann jetzt hier in die Ecken sozusagen muss. Und versuchen muss, dann hier was zu regeln! Mami! Hab ich mich erschreckt!
Und ich glaube, ich habe mich auch geirrt. So hatten wir noch einen schönen Erschrecker am Ende dieser Folge, denn die ist jetzt wirklich lang genug. Ich muss sie dringend beenden. Alter Schwede, habe ich mich erschreckt, als Elsa aus Wasser gesprungen kam. Sackgesicht. Wie da unten jetzt steht, wie so ein Gauner, ne? Warte mal. Kann ich dich nicht abwerfen oder bist du jetzt wieder weg? Ich habe ihn doch eigentlich getroffen und dem macht das gar nichts aus. Obwohl, es war knapp daneben. Schade. Naja, okay, aber der Part ist jetzt wirklich lang genug. Wir beenden ihn hier. Also ich beende ihn hier, besser gesagt. Und versuche dann mal von Balken zu hüpfen im nächsten Part. Und ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaltet wieder dann ein, wenn es euch gefallen hat. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und ja, ich hoffe, ich werde im nächsten Part ein bisschen besser vorankommen. Obwohl, ich bin ja schon gut vorangekommen. Was will ich eigentlich? Naja, okay. Aber es kommen halt noch sehr viele schwierige Passagen und immer dieses Abrutschen, dass man dann alles so viel nochmal machen muss quasi, ist dann natürlich schon ziemlich nervig. Aber naja, okay. Wir sehen uns hoffentlich im nächsten Part dann alle wieder. Danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ja, wie gesagt. Ciao, ciao.